Ich will Xander nicht unterschätzen. Verletzte, Geschwächte, 100er Mewtwo das Geschwächt ist. Also ich habe gehört, Naftaga soll schwer sein. Was ist da los? Wieso hängt's? Alter! Das wird auf den letzten Drücker, Alter. Wir schaffen's nicht. Komm. Oh hey, was geht ab, Leute? Hier? Psyana Raid habe ich entdeckt. Einer von den zwei neuen. Special Event. So, für Let's Go Evoli und Pikachu. Psyana Psycho kennen wir ja, natürlich. Es sind alle Evoli-Entwicklungen am Start. Flamaga, Blitzer, Aquana. Aber die kennen wir ja schon. Ich habe letztens wieder Blitzer gemacht. Zweite Chance, die Revanche. Check das Video ab. Ah, jetzt. Psyana und Naftaga sind neu. Und die müssen wir natürlich solo probieren. Ich habe ein Team. Oh, warte mal. Ich habe ein Team, aber das. Ich habe gerade einen Cresselia Raid gemacht. Das ist nicht ganz geheilt. Okay. Müsste aber trotzdem reichen. Ja. Wenn nicht, dann mache ich ein paar Geschenke auf und dann müssen wir da. Okay. Ich will Psyana nicht unterschätzen. Aber. Ja, wenn nicht, dann. Ich meine, Despota ist natürlich auch eine gute Wahl. Oder wenn ihr habt, Snibuna. So, wir gehen rein mit drei Gengar. Verletzte, Geschwächte, 100er Mewtwo das Geschwächt ist. Es hat weniger als die Hälfte sogar. 100er das Max und voll ist und 98er das Max und voll ist. Ja. Und Action. Durchgekommen? Okay, einmal ist die Ladeattacke durchgekommen. Immerhin. Okay. Das war's. Zeit für Mewtwo. So. Ich habe noch zwei Mewtwo übrig. Ja, und ich habe nicht mal die Hälfte, also. Vielleicht habe ich Psyana doch unterschätzt. Aber da müssen die Despota ran. Also wir liegen gut in der Zeit. Problem ist, ich habe keine Pokémon mehr. Aber selbst wenn alle voll geheilt gewesen wären, wären die, glaube ich, trotzdem weggestorben. Yummy. Hat sich ein bisschen geheilt, weil das passiert, wenn man stirbt. Schauen wir mal, ob ich das jetzt noch so schaffe. Kann ich ehrlich gesagt nicht abschätzen. Aber sieht doch okay aus, oder? Ja?
Ja. Wir haben es geschafft. Alter. Aber wie wir es geschafft haben. Oh Mann. Oh Mann. So, oh, hier ist Sonderbaum. Wir haben es geschafft, Leute. Mit einem halbtoten Team, aber wir haben es geschafft. Jetzt noch ein Nachttager. Habe ich aber heute noch gar nicht gesehen. Alter, was geht ab, Leute? Hier Teil 2. Ich habe endlich einen Nachttager gefunden. Shoutout an Bettina, danke für den Tipp. Relativ knapp. Wir haben, glaube ich, einen Versuch, maximal zwei. Aber ich hoffe natürlich beim ersten Mal. Ich habe ja eigentlich nichts Besseres als meine Machomai. Also wenn die nicht reichen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre 100er Kapilz auf Max. Aber müsste schon reichen. So, private Gruppe, damit nicht irgendeiner stört. Und schauen wir mal. Also ich habe gehört, Nachttager soll schwer sein. Aber ich denke, das schaffen wir schon. Heute ist der letzte Tag. Danach sind sie wieder weg. Deswegen habe ich den verzweifelt gesucht. Gestern nicht gefunden. Vorgestern nur ein Psyana. So. Ja, wir sehen uns in 100 Sekunden. Ihr kennt meine Machomai. Ich bin bereit. Ich bin echt heiß auf den Kampf. Regen ist ein kleiner Nachteil. Es regnet jetzt nicht allzu stark. Das sollte kein Problem sein. Nur beim Wischen, ja, da gibt es manchmal Probleme. Deswegen nicht allzu viel wischen, aber los geht's. Versuch mal ein bisschen hier meinen Körper drüber zu halten. Nachttager. Plus immer am Start. Okay. Was ist da los? Wieso hängt's? Alter! Wenn ich deswegen verliere. Bei der Hälfte sind wir auf Gelb gekommen. Alter, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Diese 2-3 Sekunden, wo es hängen geblieben ist, die kosten uns jetzt alles. Wenn jetzt die Ladeattacke kommt, dann wisch ich schnell. So, Alter, komm. Das wird auf den letzten Drücker, Alter. Das Problem ist, ich muss wahrscheinlich noch einmal wechseln und das wird die Zeit kosten. Junge. Ich wechsle, ich wechsle!
Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Das war alles wegen diesem dummen Block. Wegen diesem dummen, wo es hängen geblieben ist. Komm, 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 komm. Und hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein. Nein. So unnötig, Mann. Wir müssen direkt rein. Wir können keinen Kapilz pushen. Ich muss direkt nochmal rein. Junge, wieso ist da hängen geblieben? Das waren genau die... Oh. So, ich habe mir einen trockenen Platz gesucht. Unter der Pforte, unter dem Eingang. Und rein. So. Das sind nochmal 3-4 extra Sekunden. Und wie gesagt, hoffentlich laggt das jetzt nicht. Keine Zeit gehabt, jetzt Kapilz zu maxen. Den könnte man jetzt natürlich gut gebrochen. Macht eine Menge Schaden in einer kurzen Zeit. Hält halt nicht so lange aus wie Macho mal, aber in der kurzen Zeit, in der er da ist, zockt er halt mehr ab. Alter. Das hat schon wieder ein bisschen geleckt. Was ist da los? Es hat wieder geleckt. Ich flipp gleich aus, Mann. Da kommt immer das Ladebalkenteil, Ladezeichen. Okay. Okay, wir sind 10 Sekunden im Plus, also 10 Sekunden schneller als beim letzten Mal. Und beim letzten Mal hat uns eine Sekunde gefehlt, also. Komm. Keine Faxen hier. Schnell. Komm, 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 komm. Okay, komm, letztes Mal rum mal. Letztes Macho mal. Das ist auch der letzte Versuch. Danach ist dann der Raid weg. Spannend. Ich habe nicht gecheckt, ob alles läuft hier. Kamera läuft. Ich weiß aber nicht, ob Screen Recorder läuft. Müsste aber schon. Alter, 30 Sekunden noch und es ist immer noch so viel. Komm, komm, komm. Einmal geht noch. Eine Ladeattacke geht noch. Komm, ja, 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 das geht. Das geht. Das geht. Bam. Puh. Alter. Also, es hat auch ohne den Zeitkick funktioniert. Wir hatten 14 Sekunden extra, wo er gestorben ist. Und der Zeitkick ging, keine Ahnung, 3-4 Sekunden, maximal 5. Das war echt nur dieser Lag von vorhin. Bam. Und es schneit übrigens im Spiel. Komm, den hast du dir verdient. Goldene Berge hast du dir verdient, Nachtaga. Psyana und Nachtaga geschafft, Leute. Und? Ja, das war's von mir, Nachtaga gefangen. Psyana und Nachtaga. Psyana viel, viel leichter, Nachtaga. Einer der schwierigsten. Nicht der ganz schwierigste, aber einer der schwierigsten. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Psyana und Nachtaga gemacht habt und wie es bei euch so lief. Ansonsten war's das von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.